Für die spanische Prinzessin Leonor fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Sie geht auf die Militärakademie in Zaragoza. Begleitet wurde sie dorthin von ihrer gesamten Familie, die sie gebührend verabschiedete. Dabei wurde es ziemlich emotional. Vor allem Letizia schien es schwer zu fallen, ihre älteste Tochter gehen zu lassen. Erst im Juli schloss sie ihre Schulausbildung in Wales ab. Jetzt hieß es schon wieder Adios. Trotz Fotografen ließ es sich die Königin nicht nehmen, ihren Emotionen mit einer innigen Umarmung freien Lauf zu lassen. Auch Prinzessin Sophia musste ihrer großen Schwester Tschüss sagen. Die beiden verabschiedeten sich ebenfalls mit einer Umarmung. Was Sophia Leonor hier wohl zugeflüstert hat? Doch nicht nur ihre Eltern und ihrer Schwester schien der Abschied schwer zu fallen. Auch Leonor selbst hatte mit dem Lebwohl offenbar etwas zu kämpfen. Der Thronfolgerin steht jetzt einiges bevor. Sie wird die einjährige Militärausbildung in Zaragoza antreten. Dann folgt ein Jahr Training an der Marineschule und abschließend eine Ausbildung bei der spanischen Luftwaffe. Zumindest ist ihre Familie nicht allzu weit entfernt.